Trompete und willkommen zurück zu Risen 2. Letztes Mal haben wir natürlich an einer sehr, sehr ungünstigen Stelle aufgehört, denn wir stehen kurz vor Crow und dem Erdtitan. Naja, was müssen wir tun? Platt machen natürlich. Von daher, ich bin echt gespannt, wie das laufen wird. Ich habe gar keinen Plan. Oh, ganz vorsichtig, erstmal Einleitung. Ich bin gespannt. Da steht er im Hintergrund, der Erdtitan, und da ist Crow. Wir werden versuchen, aber das Einzige, was ich sehe oder die einzige Hoffnung, die ich habe, ist unsere Flugpuppe. Ich habe keine Ahnung, ob die wirkt oder nicht, deswegen werden wir die einfach mal einsetzen und schauen, ob wir Crow damit verfluchen können und ob das überhaupt was bringt, aber we will see. Okay, so, jetzt müssen wir mal gucken, Moment. Okay, erstmal hier rüber. So, Ausrüstung. Ah, hier, okay, Moment, Flugpuppe auf die 4. Ey, wünscht mir Glück. Da ist Crow. Okay. Und Attacke. Alter, wir machen ja richtig Damage. Ja, okay, geil. Ey, die Flugpuppe ist einfach überragend. Nein, 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 nein. Sehr gut! Ey, Voodoo ist so geil! Okay, die Flugpuppen sind halt relativ teuer, das muss man halt auch sagen, aber das war ja easy peasy. Mega, mega geil. Okay, hier. Der Speer ist unseres. Okay. Oh, du hässliches Mistvieh. Oh, okay, okay, bevor wir jetzt gegen den... Oh, wir haben den Titanspeer, geil. So, bevor wir jetzt... Und bevor wir gegen den Erdtitan kämpfen, gucken wir, dass wir die erstmal platt machen. Und wir gucken, dass wir die ganze Zeit ausweichen. Also den Erdtitan. So, den machen wir jetzt. Hey! Geil! Ah, wir können noch schmeißen! Ah, stimmt. Wir können noch schmeißen. Irgendwie nur ausweichen. Okay. Okay, es dauert ein bisschen. Aber. Okay, da. Hallo. Kann ich mal jemand übernehmen, bitte? Was ist denn hier los? Jawohl! Okay, wir müssen uns ein bisschen heilen. So, Floyd ist gleich down. Sehr gut. Okay, der ist down. Was? Wir kriegen keine Erfahrung. Okay, das geht nicht. Das geht. Wie der weggeflogen ist. Okay, komm. Hier. Ah! Ey, wieso lädt der Speer so langsam nach? Sehr gut. Wir werden auch geheilt? Echt? Nein! Jetzt hat er Titanium platt gemacht. Was soll denn das? Können wir den ausrauben wenigstens? Okay. Ja, toll. Nur Proviant. Okay. Dann rauben wir mal ganz kurz die hier aus. Vielleicht haben die was Feines. Jawohl. So geil. Wir kämpfen hier gegen den Erdtitan und rauben erstmal alles Mögliche aus. So belobe ich mir das. Achtung. Müssen wir auf seinen Kopf ziehen? Ich habe keine Ahnung, wie wir einen Titan platt machen sollen. Müssen wir das Schwert von Ben. So, Achtung, hier rein. Nee, hat auch nichts gebracht. Ach, hier jetzt. Da müssen wir reinschmeißen. Okay, ich verstehe. Okay. Also, ich denke mal. Ja! Sehr geil. Okay, jetzt Attacke. Okay. Okay. Ah, schade. Geil, die fucking
Titan-Harpune. Ah, das war nicht gut. Weg hier. Beug dich vor. Sehr gut. Ja, wie oft müssen wir das machen? Vier. Schau mal. Nein! So, beug dich vor. Sehr gut, Nummer 5. Wir speichern immer mal zwischendrin. Das hätte weh getan. So, jetzt können wir nämlich mal schön schauen. Wir kriegen keinen. So, müssen wir uns direkt vor ihn stellen. Jawohl, Nummer 6. Ah, schade. Was ist denn? Oh, wie oft müssen wir das noch machen? Mal nach. Jawohl. Nee, nicht abbrechen, wollte ich sehen. Sehr gut. 8 Sperre und das Ding ist futsch, oder? Komm schon. Das war weglaufen, nicht, dass wir jetzt platt gemacht werden. Ja, natürlich klettert er da drauf. Achtung. Oh, das war Muscle Memory. Jawohl. So, damit hätten wir 2 Titanen auf dem Gewissen. Und zwar den Feuer-Titan und den Erd-Titan. Und ich hoffe... Warte, wo ist der Speer? Ach, wir haben den noch. Können wir da ausrauben? Was getan werden musste. Der Zorn der Götter hätte die Shaganumbi nicht verschont. Okay. Ja, redet halt mal. Er hätte auch die Blauröcke nicht verschont. Oder ist was das? Was ist das? Ein Kapermesser. Nein. Okay. Nein. Der Zorn der Götter hätte den Krieg gebracht. Jetzt erstmal die Tonka die Shaganumbi verteidigen. Geil. Also wir gucken mal, wie stark ist der Titanspeer? Der macht 40 Schaden. Okay. Was haben wir? Korsanschwert 25 bis 60. Wir haben doch irgendwie sowas richtig Geiles. Hier, 35 bis 50, den Piratensäbel, den haben wir die ganze Zeit. Zepter der Macht, mega schwach. Das war's schon. Ey, Titanspeer legen wir mal. Also, wir legen den mal auf 3. Und was ist mit dem Pirat? Ich. Geil. Lehrte ihn Voodoo. Unendlich viel können wir schmeißen. Oh, was hast du getan? Du hast das Gesetz gebrochen. Du weißt, was das bedeutet. Chi, ich sah keinen anderen Weg, unsere Leben zu retten. Dann will ich auch deins retten. Wir kehren zurück zu den Shaganumbi. Ey, wir wurden auch von den Armen gesegnet, wollte ich mal sagen. Von daher. Chi. Okay. Du hast gut gekämpft. Und deine Trophäe ist mächtig. Yes. Du weißt nun, wozu der Shihoku-Tiwa in der Lage ist. Der Shihoku-Tiwa. Nutze ihn weise. Das werde ich. Tawonga Hamila. Dank deiner Taten werden die Shaganumbi leben. Du bist nun ein Freund der Shaganumbi. Sehr gut. Und uns immer willkommen. Ohne Chani und ihren Plan hätte ich das nicht geschafft. Ich werde das bedenken. Okay, hey, Chani. Pirat, du hast es geschafft. Chi, wir hatten ja auch einen guten Plan. Und du hast, was du wolltest. Chi. Den Speer. Deshalb bin ich hergekommen. Dann wirst du nun gehen. Ei. Jo. Was ist mit dir? Ich kann den Weg nicht sehen, der vor mir liegt. Doch es ist noch nicht vorbei. Du musst jetzt gehen. Gut. So, was haben wir hier noch? Krieger. Okay. Wir waren nicht im Tempel. Das holen wir jetzt nach. Wir waren ja, als wir mit Ben hier waren. Nee, Jim. Waren wir nicht im Tempel. Beziehungsweise wir waren kurz im Tempel, aber wir konnten da nichts ausrauben. Von daher bin ich mal gespannt, was es hier im Tempel gibt. Oder ob wir einfach gar nichts machen können. Ach so, nee, stimmt. Da war ja gar nichts, gell? Mir fehlt das passende Ding dafür. Okay. Nö, schade. Okay, gibt nichts hier. So, jetzt schauen wir nochmal zusätzlich. Nehmen wir hier ein bisschen Proviant, genau. Wir schauen jetzt nochmal, ob die ganzen Krieger, die vorne dran gestanden waren, ob die immer noch da sind. Und ob wir noch irgendwas... Warte, gab's nicht hier... Nee, stimmt, hier gab's gar nichts zum Plündern, weil wir hier mit Jim waren. Das heißt, mit Jim konnten wir nichts plündern, also können wir jetzt hier auch nichts plündern, okay? Ich will gucken, ob die ganzen Krieger noch da sind.
Was mich halt ein bisschen... Hast du den ganzen Krach hier? Wo kommen die denn her? Während ihr in Ruhe das Fass geleert habt, habe ich die Titanenharpune besorgt. Gut, dann brauchen wir nur noch die anderen Artefakte. Was für andere Artefakte? Was? Wenn wir Mara besiegen wollen, brauchen wir 4 Waffen. Digga, dein Ernst? Die Titanenharpune hast du. Ich habe das Amulett der Ehre. Okay. Jetzt holen wir uns die anderen beiden Artefakte. Oder haben wir immerhin 2? Woher weißt du das? Das ist eine gute Frage. Woher weiß er das? Hast du jemals vom legendären Schatz des Wassertempels gehört? Nein. Ich war einer von 4 Kapitänen, die die Lage des Tempels kannten. Wir hatten beschlossen, gemeinsam den Tempel zu plündern und den Schatz zu teilen. Okay. Und als wir gerade dabei sind, alles einzusacken, wacht diese Hexe Mara auf. Hat wohl im Tempel geschlafen oder so. Toll, das heißt, ihr habt sie aufgeweckt. Ich dachte, sie sehr greift gut uns an, weil wir ihre Sachen gemobst hatten. Aber sie wollte, dass wir alles behalten und für sie arbeiten. Crow hat sofort zugestimmt. Aber ich habe mich hier widersetzt. Das hat die alte Hexe wirklich wütend gemacht. Das kann ich dir sagen. Sie den Kraken hat mir sogar auf den Hals gehetzt. Auf den Hals gehetzt. Das Amulett habe ich natürlich behalten. Natürlich. Hast du das Amulett bei dir? Nein, ich habe es gut versteckt. Wir werden es holen, wenn wir die anderen Artefakte haben. Na super. Was ist mit den anderen beiden Artefakten? Das besprechen wir, wenn wir auf dem Schiff sind. Jetzt erzählst du mir erstmal, wie du Crow fertig mit gemacht hast. Mit Voodoo. Und wir übergehen zum Dorf der eigenen Harpune erledigt? Ins Dorf der Shaganumbi und holen uns noch ein paar Flugpuppen. Weil die Flugpuppen, ey, wir haben Crow einfach Trotz so Blitz im Handumdrehen platt gemacht. Nein! Der Kraken macht unser Schiff kaputt. Nein! Mein Nein! Mein Schiff! Ja, jetzt können wir doch die Tor. Ich wollte sagen, jetzt können wir doch eigentlich die Titanharpune einsetzen, um den Kraken platt zu machen. Das war doch das Ziel. Oh, wer ist das? Ist das Mara? Verfluchte Hexe! Die hat echt ein geiles Schwert. Oh nein, 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 tu's nicht! Oh nein! Was passiert nein hier? Crow hat also versagt. Nein, wir kämpfen später. Oh oh. Alter, was ist hier los? Wir haben voll Gänsehaut bekommen. Meine Güte. Oh nein, ehrlich, ist Stahlbett jetzt auch hinüber? Vater! Ach komm schon. Mara! Das Miststück hat mich erwischt! Nicht reden. Wir kriegen das wieder hin. Patty, er hat einen Säbel durch den Körper bekommen. Wie sollen wir das hinkriegen? Es war mein Fehler. Ich habe das Amulett genommen und Mara geweckt. Das Amulett? Wo genau hast du es versteckt? Sag bitte, wo das Amulett ist. Garcia. Die anderen Kapitäne. Du musst sie finden. Schon gut. Antigua. Du musst nach Antigua. Slane, er hat den Dolch. Okay. Er hat den Dolch. Nach Antigua müssen wir sowieso. Da gibt es ein paar legendäre Gegenstände. Oh nein. Ey, es stirbt jetzt Stahlmann. Ehrlich? Er ist doch verflucht. Das ist irgendwie so... Oh nein. Och nein. Es ist so traurig. Ich meine, ich will jetzt die Stimmung nicht kaputt machen, aber können wir wenigstens den Hut mitnehmen? Da ist der Hut. Können wir den wenigstens tragen? Das ist bestimmt ein geiler Hut. Bei unser Hut ist gerade nicht so gut. Deswegen, aber naja. Ich hoffe, ich habe damit die Stimmung nicht verdorben. Den sollten wir nicht hier liegen lassen. Geil. Du ihn. Gut. Ich schwöre, ich werde nicht eher ruhen, bis dieses Miststück tot ist. Wir auch nicht. Und wenn ich dafür bis in die Hölle segeln muss. Weil wir müssen mal und machen mal auch platt. Mein Vater hat einen Weg gefunden, dieses Miststück zu vernichten. So wie es aussieht, brauchen wir dafür die 4 Waffen, von denen er sprach. Wir kommen hier nicht weg. Wir haben kein Schiff. In Puerto Isabella liegt die Black Betty. Wir sollten mit Sebastiano reden. Gut. Geh du voran. Ja. Ich folge dir. Patty ist wieder dabei. Sehr, sehr gut. So, wir legen jetzt erstmal den, jawohl, Stahlbartshut
einschüchtern plus 10. Na gut, wenigstens besser als das, was wir haben. Oha, guck, wie wir aussehen. Hallöchen. Warte mal. Hör mal. Ich wollte noch, was haben wir noch? Nee, wir haben damit gar nicht. Könnten wir an der Küste langfahren. Dann müssen wir nicht den ganzen Weg laufen. Ja, sehr guter Hinweis, Patty. Wir könnten uns aber auch porten. Wir könnten aber auch trotzdem Piratenturm... Oh, wir könnten mal gucken, ob wir nochmal für Miguel, glaube ich, heißt der, gell? Der komische. Ob wir ein bisschen Strandgut, Treibgut finden. Digga, dein Ernst, okay. Also, wir sind Pirat, können aber nicht schwimmen. Auch geil. Oh, Mann. Hier ist nichts mehr, gell? Stahlbad. Okay. So, immerhin es läuft jetzt Patty wieder mit uns mit, das heißt, wir können jetzt wenigstens ein paar Viecher platt machen, weil Patty ist halt mega stark. Also im Vergleich zu den anderen, mit denen wir mitgelaufen sind, selbst Tahana, also wie heißt sie, die Chani, also Chani war ja mega lame. Die konnte ja nur ein bisschen zaubern, das war ja mal gar nichts. Okay, hier ist das Treibgut, gell? Oh Mann. So, da ist das Ruderboot, von dem Patty gesprochen hat. So, wir haben hier noch eine Truhe. Haben wir die schon mal ausgeraubt oder nicht? Ne, die haben wir schon ausgeraubt, okay. So, haben wir hier noch irgendwo... Ah, ne, hier haben wir das ganze Treibgut haben wir hier schon geholt. Das weiß ich. Wir gehen jetzt auch mal ein bisschen weiter. Wir müssen sowieso nach Antigua. Genau, in Antigua gibt es ja mindestens 2 legendäre Gegenstände. Vielleicht sogar noch mehr. Wir wissen jetzt nur von 2. Ich weiß auch gar nicht, wie viele es insgesamt gibt. Es wäre halt mal auch interessant herauszufinden, wie viele es insgesamt gibt. Aber ja, ich meine, wir werden es ja dann sehen im weiteren Verlauf des Spieles. Ansonsten müssen wir mal gucken, ob hier noch irgendwas ist. Oh, guck mal, wir können hier hochklettern. Gell? Das sieht schon mal nicht schlecht aus. Voll geil, wie der einfach so hinspringt. Ja, hier geht's natürlich nicht, oder was? Achso, da. Naja. Das da oben sieht auch aus wie ein Tempel irgendwie. Achso, ah, hier ist Stahlbads Grab, okay. So, was ist das? Chani ist hier. Wieso ist Chani da oben? Okay, warum auch immer. So, wir müssen jetzt erstmal einiges einkaufen. Yeah, yeah. Yalla, yalla, yeah. So, warte mal, wir müssen mal gucken. Mit denen können wir, glaube ich, können wir überhaupt mit irgendwem zeig mir, was du anzubieten hast. Häutungsmesser haben wir, Knochensäge haben wir, Herz, Jaguarherz, krasser Typ. Okay. Was haben wir noch? Ah, wir müssen mal gucken, wie viel Ruhm haben wir. Wir können doch, glaube ich, jawohl, Voodoo, das ist wichtig. Denn jetzt können wir auch, glaube ich, Halsketten, nee, was können wir herstellen? Tränke, genau. Nee, Tränke mit Voodoo 4? Hä? Also Tränke sind wichtig. Noch wichtig sind nur Zeig Voodoo mir deine Voodoo-Kunst. Noch wichtiger, noch wichtig. Zeig mich magische Talismane. Nee, ich will meine schwarze Magie verbessern. Haben wir genügend Kohle? Nee, Geld. Ich glaube, wir haben gar nicht so viel Geld. Lass uns aber, handeln. Wir haben doch gerade eben einiges bekommen. Guck mal, das können wir dann auch alles verkaufen. Säbel, Machete, Kapermesser, Entermesser, Korsarenschwert. Was hat unser Piratensäbel? Hiebwaffen. Ah, überlegen wir uns noch. Hiebwaffen, Stichwaffen. Ne, das Offiziersschwert können wir endlich verkaufen. Krummdolch, das ist, glaube ich, was zum Werfen, gell? So, das Kopftuch können wir, glaube ich, auch abgeben. Brauchen wir nicht. Matrosenring, Klingenfest. Können wir, glaube ich, auch abgeben. So, Trank des Rituals, einschüchtern. Wir haben noch jetzt irgendwelche krassen Sachen bekommen. Das können wir doch auch alles verkaufen, oder? Hier, genau. Königsmaske. Affenstatue. Und noch was haben wir bekommen. So, Fluchpuppe, Zepter der Macht. So, okay, wir haben 1700. So, Zepter der Angst. Ja, weiß ich nicht. Das ist halt nur 500 wert. Warte mal, ich kaufe mal ein paar Voodoo-Puppen. Soll ich alle kaufen? Nee, ich kaufe mal irgendwie so 2. Hexenamulett. Schwarze Magie und Ritual. Nee, Ritual. Nee, wir haben alles. Okay, hier haben wir schon mal alles. So, jetzt schauen wir mal kurz, was wir hier... So, wir bauen nochmal Fluchpuppen. Was brauchen wir hier? Äffchenschädel. Wir brauchen 2 Äffchenschädel. Ich weiß, wo es die gibt. Die gibt es nämlich bei der da vorne. Oh, können wir mit denen auch noch reden, mit Jim? Nee. Hier, mit Silk. Heißt er so? Silk?
Slick. Toll, hast du das gemacht. Jetzt hängen wir hier fest. Hau bloß ab. Ja, pass auf, mit wem du dich hier anlegst. Ich habe deinen Captain platt gemacht, also von daher wäre ich mal ganz vorsichtig. Ulele. So, Äffchenschädel, hier haben wir es. 1, 2. Sollen wir alle 4 kaufen, dann die Voodoo-Puppe herstellen? Was kosten das? 4, 250, 500 plus ein paar Äffchen. Ja, komm, machen wir das. Was haben wir hier? Überzeugungstrank, was gibt das? Überzeugungswahrscheinlich. Oh, das müssen wir machen, gell? Leuchtkugel und Goldklee. Okay, Ritualtrank. Oh. Rezept für eine Geistessenz. Ey, wir machen einfach das. Geistessenz. Narrensaft? Weiß ich nicht. Trank eines Diebes, gibt es wahrscheinlich Diebeskunst dazu. Ist aber auch so sackteuer. Ach hier, Trank der Überzeugung. Silberzunge, sehr gut. Trank des Diebes, Diebeskunst. Mega geil. Trank der Kling brauchen wir nicht. Trank des Schützen brauchen wir nicht. Geistessenz gibt uns Magie. Schwarzmagie plus 18, okay. Und was haben wir noch? Trank des Rituals? Natürlich Ritual. Ritual, Trank des Diebes. Okay, also Trank des Diebes müssten wir eigentlich... verdammt, wir haben jetzt wieder zu viel ausgegeben. Gaia hat viele Geschenke. Wir brauchen jetzt irgendwie... brauchen wir... Oh, mit der müssen wir sprechen. Ulele. 1000 Gold, damit wir das lernen können. Was lernen? Und zwar Matrosenring. Ich glaube, ich verkaufe das jetzt. Weg damit. Rattenamulett. Ist nichts wert. Muskete brauchen wir auch nicht. Kommen wir auch nicht mehr hin. Schmutzige Tricks und Diebeskunst brauchen wir, glaube ich, auch nicht. Rubinring, Silberzunge, das behalten wir erstmal. Trank Situas, Trank der Ehrfurcht. Schwertrodeln. Das Zeug werde ich nicht verkaufen. Eine Perle. Also ich werde jetzt von den ganzen jetzt echt nichts mehr verkaufen. Hat es jetzt geklappt? Ja, okay. Weil wir brauchen vielleicht irgendwas für die Tränke. Deswegen, wir werden jetzt mal Tränke herstellen lernen. Zeigen wir die Chemie. Zeig mir, wenn du willst, das mega teuer, aber egal. Und wie lange du sie kochen darfst, ob sie zerhackt oder gerupft werden müssen, das alles ist wichtig. Das glaube ich, dass wichtig ist. Dann brauche ich wohl ein Rezept. Ja, nur so kannst du Tränke brauen. Okay, das haben wir. Sehr gut. Dann werden wir jetzt mal ein paar Fluchpuppen herstellen. Wieso? Ah, weil den Voodoo-Puppen. Okay, dann haben wir das hergestellt, Zepter der Macht. Okay, wir brauchen jetzt noch ein paar Voodoo-Puppen. Lass uns handeln. Wie viel haben wir? 144. Okay, eine Voodoo-Puppe. Noch eine. Können wir die jetzt eigentlich herstellen? Weil ich glaube, das kostet 50 Gold auch noch. Ah doch, das geht. Ah, der Bauplan ist noch 50 wert. Okay, verstehe. Und die Fluch... Okay, geil. Also wir haben jetzt 4 Fluchpuppen. Das heißt, wir können 4 Feinde platt machen. Das ist schon mal sehr, 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 sehr gut. Okay, dann hätten wir, glaube ich, hier auch alles abgeschlossen. Wir gucken noch mal kurz ins Logbuch rein, ob wir noch haben. Starboards Artefakt. Nee, die Schwertküste. Genau, das haben wir noch. Guck mal. Können wir das markieren? Oh, hier ist Frachtgut. Okay. Dann gehen wir da gleich hin, schauen uns das noch an. Ansonsten haben wir nur noch die legendären Gegenstände. Kommandant Sebastiano, wir Tor zu finden, Tempeltal. Wir nehmen mich da ihm an sein Zeichen folgen. Das haben wir, sprich mit Sebastiano. Okay. Dann würde ich sagen, porten wir uns einfach hier rüber. So. Ich will eigentlich... So, das ist doch Venturo, gell? Jawohl. Du hast es geschafft. Du hast dieses Monster getötet. Du hast es... Okay. Anscheinend können wir die Quest nicht mehr abgeben. So, wir gehen... Das ist schon mal die richtige Richtung. So, Charlie steht doch hier. Da ist sie doch. Hey, du hast es ja ganz schön krachen lassen, du Held. Will ich wohl meinen. Gedacht, der ganze Tempel fliegt in die Luft. Woher weißt du, dass ich das war? Es hat sich rumgesprochen, dass sich ein Pirat bei den Molukken rumtreibt. Und als ich dich sah, wusste ich... Du hast den Tempel Bambule gemacht. Das kann man wohl sagen. Ja, mit den Fluchpuppen. So, Chani, was hast du noch zu uns zu sagen? Endlich sehe ich dich wieder. Also, so lange bist du hier vor der Stadt? Ich brach das Gesetz der Shaganumbi und wurde verbannt. Aber wir haben deinen Stamm gerettet. Komm mit, Chani. Mein Vater hatte keine Wahl. Wir nehmen dich mit. Es ist das Gesetz der Shaganumbi.
ich habe mich dem Chaka widersetzt. Lass uns nicht mehr davon reden. Wie ist es dir ergangen? Können wir jetzt mitnehmen? Ich habe Mara gesehen. Yep. Mara, hast du gegen sie gekämpft? Das feige Miststück ist geflohen. Es ist der Shihoku Tiwa. Sie fürchtet ihn. Beim nächsten Mal wird sie mir nicht entkommen. Captain Stahlbart ist tot. Das ist der Captain, mit dem du hierher gekommen bist? Und Pettys Vater. Leider konnte er mir nicht mehr sagen, wo er das Amulett versteckt hat, das wir im Kampf gegen Mara brauchen. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, ihn zu fragen. Es ist eine Legende. Die Insel der Toten. Dort gibt es einen Weg in die Geisterwelt. Dort kannst du mit dem Geist deines Captains reden. Interessant. Und was hast du jetzt vor? Ich hatte gehofft, dich hier zu treffen. Ich will mich dir anschließen. Jawohl. Wir werden diese Küste bald verlassen. Wohin willst du gehen? Nach Antigua. Wir stellen Antigua. Uns dem Kampf gegen Mara. Wir haben einen Plan, wie wir sie vernichten können. Du bist ein mutiger Tonka. Ich werde dir folgen, wenn du es wünschst. Ja, Mann. Geh mit. Komm mit. Gut. Aber Patty ist auch noch da, gell? Ja, jetzt laufen wir mit beiden rum. Richtig geil. So, ich würde mal sagen, das ist eigentlich ein guter Zeitpunkt, um hier den nächsten Cut zu machen. In der nächsten Folge werden wir nochmal das Frachtgut einsammeln, die letzte Quest abgeben. Dann werden wir mit Sebastiano reden und dann werden wir uns auf den Weg machen Richtung Antigua. So zumindest das Ziel. Naja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.